Hallo, grüßt euch, herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video für Train Sim World 3. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und ich hoffe, bei euch ist alles gut gegangen und ihr könnt jetzt auch alle problemlos spielen. Am 6.9. war ja der offizielle Release, der Early Access wurde verlassen, der ja am 2.9. schon gestartet ist für alle Vorbesteller. Und ja, bei mir hat es ziemlich lange gedauert auf Steam, da ich ja ziemlich viele Add-ons für Train Sim World 2 besitze, waren das über 100 GB, die da runtergeladen werden mussten, dann noch verschoben, installiert, aktualisiert werden mussten und ja, deswegen kamen gestern noch keine Videos, ich konnte schlicht und ergreifend nicht spielen. Und da Steam ja viel runtergeladen hat, konnte ich auch keine anderen Spiele auf Steam spielen, Transport Fever 2 zum Beispiel, ja, deswegen kam gestern einfach mal nichts, aber heute geht's weiter und wir wollen mal gucken, was so alles importiert wurde, wo man das fahren kann und wie das alles so funktioniert. Ich gehe hier mal zu den Zügen und dann gehe ich auf die Zughalle und dann seht ihr, ich habe 8407 Fahrplanfahrten jetzt, 191 Szenarien und 114 Trainingsmodule. Das ist schon eine ordentliche Anzahl. Gehen wir mal auf Fahrplan und dann seht ihr hier alle meine Lokomotiven, Triebwagen etc., die ich besitze. Das ist natürlich ordentlich viel. Ich habe aber auch nicht alle Add-ons. Ich glaube, einige aus den USA und so, die habe ich nicht. Schlacht mich tot, keine Ahnung, was mir fehlt, aber deutsche und deutschsprachige Strecken besitze ich alle. Zum Beispiel hier die 101, wenn wir da mal draufklicken, dann können wir uns hier die ganz normale Lackierung auswählen, persönlich erstellte. Ne? Das sind dann die, die ich... Ne, Moment mal, das dürfte eigentlich gar nicht gehen. Weil das sind nicht die, die ich im Creators Club abonniert habe. Die liegen eigentlich noch in der Train Sim World 2 Installation. Das ist ja spannend. Und dann können wir hier im Creators Club noch die auswählen, die wir abonniert haben. Wir nehmen jetzt einfach mal die ganz normale. Und dann seht ihr, wir können die 101er auf der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg fahren. Und auch auf den Strecken, die vorher schon gingen. Gehen wir mal auf Kassel-Würzburg. Und dann seht ihr hier, Würzburg 2022. War nicht schlecht. Okay. Und dann seht ihr hier, haben wir 6 Fahrplanfahrten für die Baureihe 101 für den Intercity. Könnt ihr sogar den Nightjet auswählen. Nightjet von Hamburg-Altona nach Innsbruck. Ist natürlich kein richtiger Nightjet, so wie wir ihn aus Österreich kennen. Aber ja, hier auch nochmal. Können wir auch nachts fahren. Also wir haben 3 Fahrten tagsüber und 3 Fahrten in der Nacht. Ja, schon mal eine schöne Sache, dass das Ganze im Fahrplanmodus nutzbar ist. Dann nehmen wir jetzt hier mal als Beispiel den TGW. Na, können wir auch hier wieder Creators Club persönlich oder offiziell. Nehmen wir offiziell und dann sehen wir, der kann auch auf der Southeastern High Speed gefahren werden. Das liegt einfach daran, dass natürlich der TGW einfach durch den Eurotunnel von Frankreich nach London fährt. Na, Marseille, St. Charles nach St. Pancras International fahren wir dann. Ah ne, die werden getestet als Sonderzüge. Okay. Und den hier. Ah, das sind alles Sonderzüge. Okay. Aber trotzdem cool. Können wir also nicht nur auf der Strecke LGW Mediterranee fahren, sondern auch in England. Ja. Und dann haben wir natürlich unsere S-Bahn, die gehen natürlich nicht auf der neuen Strecke, das sollte klar sein. Die haben auf einer Schnellfahrstrecke nichts zu suchen. Und dann haben wir hier zum Beispiel auch, wenn wir auf die 146er gehen, können wir uns die verschiedenen dann auswählen. Die waren ja in mehreren Add-ons dabei. Und ihr seht die 146er, diese hier ist auf vielen Strecken fahrbar. Genauso wie die hier und genauso wie die können wir eigentlich auf allen Strecken fahren. Hier ist ein Leerzeichen, ne? Hier nicht. Und hier ist es einfach DB, BR und hier ist es BER, 146,2 DB. Ja, dann haben wir hier die 182er, die 187er, die ja auch ein Update bekommen hat. Die können wir zum Beispiel auch Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg benutzen. Und zwar, wie nicht anders zu erwarten war, im Güterdienst. Werden wir vielleicht auch noch mal uns angucken. Die hat, wie gesagt, jetzt auch verbesserten Sound und Update bekommen. Sehr cool, die 612 in Einzel- oder Doppeltraktion. Machen wir mal Doppeltraktion. Nur auf der Taranta-Rampe nutzbar. Also
Ja, ihr seht, das hat alles geklappt. Was vielleicht noch viele interessieren würde, wo ich persönlich ziemlich enttäuscht bin, der IC1 ist wirklich nur auf der Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg nutzbar. Das finde ich ein bisschen schade, aber wir können natürlich hier in den Creators Club gehen, in den Szenarioentwickler und dann suchen wir uns aus, Hauptstrecke München-Augsburg, neu erstellen, 1, 2, 3, 4, alles erlaubt. Machen wir natürlich einen Haken rein. Bestätigen, neuen Zugdienst. Dann nehmen wir Augsburg Hauptbahnhof Bahnsteig 2 nach München Hauptbahnhof Gleis 15. Und wir machen noch einen Zwischenhalt in Pasing. Zugdienst bestätigen. Und dann müsste eigentlich, hoffentlich habe ich jetzt keinen Quatsch erzählt, der IC1 nutzbar sein. Ja, das ist gar kein Problem. Nehmen wir hier 12 Uhr. ICE1 nach München, bestätigen, Dienstart Fahrgast, wir fahren den Zug, bestätigen und dann speichern und dann fahren wir das Ganze. Schauen wir mal. Und da könnt ihr euch natürlich auch sicher sein, dass einige Szenarien da auch im Creators Club erscheinen werden. Für den ICE1 gibt ja auch schon ganz viele Lackierungen, 25 Jahre in der City Express, den Klimaschützer, den ich auch schon vorgestellt habe, den Duplo, also da ist einiges. Ja, und dann haben wir den hier in Augsburg stehen, gar kein Problem, ist hier dann auch nutzbar. Ja, also das funktioniert. Machen wir das Ding mal an. Ich habe übrigens auch diesen blöden Punkt jetzt endlich mal entfernt. Hattet ihr ja auch gesagt, bitte mal wegmachen, das sieht doof aus. Habt ihr natürlich recht. So, machen wir die Türen auf. Und dann haben wir den IC1 hier. Auch auf den Strecken aus TSW2 nutzbar. Überhaupt gar kein Problem. Und ihr seht auch, die Fahrzeuge aus TSW3 sehen auch in TSW2 gut aus. Nein, sehen auch auf den Strecken von TSW2 super aus. Also gefällt mir persönlich sehr gut, dass es hier gerade durch den Szenariogestalter natürlich keine Limitierungen gibt. Einzige, was mir hier gerade so ein bisschen auffällt, ist, dass der Bahnhof ziemlich leer ist. Keine Passanten, hier ist ja gar nichts. Scheint wohl gerade Ausgangssperre zu sein. Sehr komisch. Himmel sieht auch gut aus. Na, die neuen Wettereffekte gibt es ja auch auf den Strecken für TSW 2. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und wie gesagt, ich hoffe, dass bei euch auch alles gut geklappt hat. Ich weiß, dass einige geschrieben haben, sie könnten einige Add-ons nicht importieren. Dann hatte ich welche, die haben geschrieben, dass sie gar nicht spielen können. Da ihnen zum Beispiel die Strecke Kassel-Würzburg nicht angezeigt wird. Bisschen komisch, aber hoffentlich hat sich das alles behoben. Und dann geht's los. Ist jetzt vielleicht ein bisschen hell. Also das sieht wirklich überbelichtet aus. Das muss ich auch gestehen. Sollten wir vielleicht doch auf normal stellen und dann passt das auch wieder. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin der Meinung und man sieht es glaube ich auch, dass die neuen Beleuchtungseffekte nicht auf den TSW2 Strecken zu finden sind. Wetter ja, das haben sie ja gesagt. Aber ich bin der Meinung, dass das neue Beleuchtungssystem hier nicht zum Tragen kommt. Aber die Preservation Crew, die ist ja immer sehr fleißig und wird dann wahrscheinlich nach und nach die ganzen alten Strecken dann auch mit der neuen Beleuchtung ausstatten. Gerade mit dem Szenario-Gestalter
gehen wir mal nochmal zurück, ist das Ganze ja gar kein Problem. Da kann man sich ja bauen, was man will. Da kann man ja auch amerikanische Züge fahren lassen und alles gar kein Problem. Wir können noch mal kurz in den Store gucken, denn hier könnt ihr natürlich auch, jetzt sehe ich natürlich nicht, was ich hier noch nicht habe. Oder sind das die hier? Ich glaube, hier unten werden mir nur Strecken angezeigt, die ich noch nicht habe. Ne? Die habe ich, das kann nicht sein. Ah, genau. Hier sehe ich, was ich habe. Da ist ein Haken dran, da wisst ihr, okay, das habe ich schon. Und bei mir sind es dann wirklich nur ein paar Strecken, die noch fehlen. Die hier vorne, ihr seht, das sind meist amerikanische oder englische Strecken. So viel fehlt mir gar nicht. Ja, ist jetzt auch nicht so tragisch. Kann ich eigentlich gut drauf verzichten. Und ihr könnt, das wollte ich euch zeigen, Strecken aus TSW 2 jetzt ganz einfach hier im Store oder halt auf Steam oder im PlayStation Store etc., da wo ihr halt spielt, könnt ihr euch die Strecken direkt für TSW 3 kaufen. Ja. Schreibt mir mal gerne rein, ob bei euch der Export und die Importierung der TSW 2 Addons reibungslos geklappt hat, ob ihr da Probleme hattet. Ich bin gespannt auf eure Kommentare und bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Hoffe, dieses kleine Video hat euch gefallen. Wollte euch einfach zeigen, da viele gesagt haben, ja, das klappt wahrscheinlich nicht und alles blöd und hast du nicht gesehen. Doch, alles wunderbar, alles super. Ihr habt nichts verloren, ganz im Gegenteil. Ihr habt mit TrainSimWorld 3 einen schönen, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, einen neuen Simulator bekommen, sondern einen erweiterten, verbesserten Simulator im Gegensatz zu TrainSimWorld 2. Ja, ob es als Update für einen zweiten Teil gegangen wäre, nein, ich glaube nicht. Sonst hätten sie das wahrscheinlich gemacht, aber bei Dafter Games weiß man nie, das ist mir auch klar. Aber nochmal, ihr habt nichts verloren, wenn ihr euch das German Starter Pack gekauft habt. Das habe ich schon so oft gesagt. Rechnet die Strecke, kostet 30 Euro, dann habt ihr für 6,99 das Update zu TrainSimWorld 3 bekommen. Also alles gut. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.